Landwirt Praxistest. Brennholz macht man entweder mit der Axt oder man holt sich hydraulische Unterstützung. Holzspalter werden heute nicht nur in der Landwirtschaft, sondern häufig auch von privaten Hausbesitzern eingesetzt. Entsprechend groß ist auch das Angebot. Wir haben 12 Geräte in der Praxis und auf dem Prüfstand getestet. Die praktische Handhabung wurde von Fachleuten der forstlichen Ausbildungsstätten Ort und Ossiach beurteilt. Die technische Prüfung übernahm die BLT Wieselburg. Dabei haben wir so manche Überraschung erlebt. Zwischen den Angaben der Hersteller und den ermittelten Leistungswerten liegen zum Teil sehr große Unterschiede. Zur Beurteilung der Arbeitssicherheit haben wir Experten der SVB und der AUVA zu Rate gezogen. Unterstützt wurde der Test vom Verein Sicheres Vorarlberg und der Vorarlberger Landwirtschaftskammer. Unser Vergleich soll Ihnen eine Hilfestellung beim Kauf eines Holzspalters geben. Hintergründe zum Test, eine detaillierte Beschreibung der Geräte und alle Ergebnisse finden Sie in den Landwirt-Ausgaben 23 und 24 2014.